Servus miteinander. In diesem Video schauen wir gemeinsam auf 5 Aufgaben der Lagerhaltung in Einzelhandelsunternehmen. Erste Aufgabe ist, die Verkaufsbereitschaft zu sichern. Sprich, bei manchen Gütern ist einfach nicht klar, wie viele Ware zum Beispiel innerhalb von einer Woche verkauft wird. Und hier hält man dann also ein Stück weit Ware vor, so dass, wenn zum Beispiel am Montag schon alle Windeln in einem Geschäft verkauft sind, so dass man dann nochmal entspannt Ware aus dem Lager nachschieben und damit dann eben auch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag und so weiter Windeln verkaufen kann. Die zweite Aufgabe der Lagerhaltung, das ist die zeitliche Überbrückung. Es geht also darum, die Zeit zwischen Beschaffung und Verkauf überbrücken zu können. Denn wenn bei mir im Laden die Ware weg ist und ich dann erst anfange, etwas zu beschaffen und nichts im Lager liegen habe, dann hätte ich ja in meinem Regal für mehrere Tage eine Lücke. Dementsprechend eben geht es durch die Lagerhaltung darum, diese Zeit zu überbrücken, bis ich quasi wieder neue Ware dann auch bei mir angeliefert bekomme. Die dritte Aufgabe der Lagerhaltung im Einzelhandel ist die Ausnutzung von Preisvorteilen. Sprich, in der Regel bekomme ich einen günstigeren Preis pro Stück, wenn ich mehr Waren abnehme. Ich kann also Dinge ins Warenlager legen und dementsprechend kann ich eine größere Menge einkaufen. Auch ist es natürlich denkbar, dass ich immer dann, wenn die Preise besonders günstig sind, einfach sehr viele Ware einkaufe, die dann eben in meinem Lager zunächst mal landet und dann nach und nach an den Kunden, an den Endverbraucher verkauft wird. Eine weitere Aufgabe der Lagerhaltung, das ist die Umformung und Pflege. Das bedeutet also, die Ware wird durch Umpack-, Sortier-, Umfüll- oder Mischvorgänge in einen verkaufsfähigen Zustand transformiert. Die fünfte und letzte Aufgabe der Lagerhaltung, die wir uns anschauen wollen, das ist die Veredelung. Ihr wisst, dass dadurch zum Beispiel, dass man Ware liegen lässt, beispielsweise bei Wein, teurer Wein, umso älter der ist, umso besser wird der. Auch bei Käse kennen wir das, dass der mit fortgeschrittener Reife immer besser wird. Und auch diese Form der Veredelung kann eben eine Aufgabe der Lagerhaltung im Einzelhandelsunternehmen sein.